Liebe Kaminofenfreunde, in der Ausstellung von Spartherm stehe ich jetzt hier neben dem Passo XS Tripod. Tripod heißt, wie man eigentlich schon sieht oder vermuten darf, es geht um die drei Beine da unten. Es ist also schon ein bisschen ein besonderes Gerät, sehr, sehr stylisch, finde ich. Hat tatsächlich am Ende die gleichen Funktionen wie ein normaler Passo XS. In dem Fall ist es jetzt hier lichtgrau, ist kein Weiß. Ich weiß nicht, ob man das aufgrund der Farbe richtig sieht. Also ein heller Ton einfach, sagen wir es mal so. Eine schöne Panoramascheibe, das ist halt beim Passo halt so üblich. Wie immer ein Stangengriff, eine vernünftige Tür. Ja, der Stangengriff, den kann ich hier sehen, hier lüftet. Auch schön, deswegen habe ich es gerade gemacht, die Tür kann ich aufhängen. Also einhängen sozusagen, dass die jetzt nicht sofort zufällt. Zur Reinigung ist das perfekt. Dann kann ich die Scheibe vernünftig reinigen, kann die Asche entnehmen. Und habe hier unten drunter, trotz dass der jetzt drei Beine hat und weniger Platz da ist, habe ich natürlich trotzdem noch Zugang zum Aschekasten. Der Aschekasten hält dann fest, also der schließt bis hier hin. Man sieht das vielleicht von hier oben so ein bisschen. Da hinten ist so ein Spannhebel. Ja, und wenn ich die Tür, wenn ich den Aschekasten jetzt zufahre, hat er hier hinten, das kann ich mal kurz rausnehmen, hat er hier hinten so einen Stift und der greift dann da rein. Und schließt den Aschekasten komplett dicht ab, sodass eben keine Fremdluft da reinzieht. Und keine großartige Unterluft da ist, sondern wir arbeiten hier hauptsächlich mit sekundärer Verbrennungsluft. Das heißt, hier hinten aus der Rückwanddüse und hier einmal hier oben über die Scheibe, hier, ist die Sekundärluftführung, die am Ende dafür sorgt, dass die Scheibe meistens frei bleibt. Ein bisschen, das ist reine Physik, ein bisschen Disziplin des Kunden ist dann erforderlicher von euch. Das ist halt so, aber es ist schon sehr viel mehr möglich als früher. Ist ein Ofen, also wie gesagt, da der auch gut aussieht, wenn er gar nicht brennt, ja, kann man jetzt gar nicht so richtig sagen, wo der hingehört. Man kann einen Neubau reinstellen, das geht immer noch, weil die Feuerfläche relativ klein ist. Empfehlen würde ich es natürlich jetzt eher nicht, aber man kann es machen. Und ich habe mit der Anschlussmöglichkeit oben und hinten die Möglichkeit, den eben auch verdeckt anzuschließen, so dass ich die Rohre halt nicht sehe. Ist ein Ofen, der eigentlich überall reinpasst, aufgrund der Größe schon. Der hat 45 cm Durchmesser, ist also nichts Großes. Und der würde wahrscheinlich optisch in so jeden Raum reinpassen. Selbst wenn ich jetzt mal modern und ältere Möbel mixe, sieht das immer noch gut aus. Gibt es in unterschiedlichsten Farben, kann ich also in unterschiedlichste Ausführungen haben. Und für mich einer der schönsten. Das ist aber, liegt aber auch daran, dass ich so stylische Öfen einfach mag. Ja? Wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, zur ganzen Passo-Serie, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben oder ihr ruft uns an oder ihr schreibt uns eine E-Mail und dann können wir euer Bauvorhaben gerne mal besprechen. Bis zum nächsten Video.